Herzlich willkommen zum ersten Tag der Subaru Rally mit Erdgas Biogas. In der Subaru Rally geht es für einen nicht darum, wer am schnellsten ist, sondern wer am wenigsten CO2 ausstößt. Zu gewinnen gibt es zwei Seat Leon TGI im Wert von 74'000 Franken. Die Teams sind bereits unterwegs, aber bevor sie heute gestartet sind, mussten sie sich als erstes ihre Autoschlüssel verdienen und um Pole Position kämpfen. In einem Tank voll Flüssigkeit sind diverse Schlüssel versteckt, aber nur der mit dem grünen Anhänger ist der richtige. Das Prinzip ist einfach, wer den am schnellsten findet, darf ohne CO2 Zuschlag losfahren. Die anderen müssen bereits erste CO2-Strafpunkte auf ihrem Konto verbuchen. Geil, dass ich es so schnell gefunden habe. Aber es ist echt göttlich, willst du noch mal mit? Also wirklich anmerkend, sieht der Tank nicht aus. Aber unsere fünf Teams haben schon mal alles gegeben. Schauen wir doch mal auf den Zwischenstand. Von den fünf Teams aus der ganzen Schweiz hat das Team Tessin mit einer sensationellen Zeit von 12 Sekunden die Challenge gewonnen und startet bei null. Alle anderen Regionen sind im Rennen um den geringsten CO2-Ausstoß bereits hintendrin. Sie haben CO2-Strafpunkte von 3, 6, 9 und 12 Kilo bekommen. Die heutige Etappe startet in Zürich. Von dort aus fahren unsere Teams zum Gotthard, weiter geht's nach Lugano und dann zum Zwischenstopp Vairano, wo die nächste Challenge auf sie wartet. Das Etappenziel heute Abend ist in Palma. Um auf diesen 446 km möglichst wenig CO2 auszustossen, haben unsere Teams schon mal einen Plan aushacken. Wir haben die Internetseite gelesen, jede Eltern gefragt, Kollegen gefragt. Wir können Gewicht können wir irgendwie reduzieren oder vielleicht irgendwie Windschatten von LKWs oder so ausnutzen. Clever. So müssen sie sich ja fast die zwei Seat Leon TGI holen. Wenn du wissen, was heute passiert, dann verfolge unseren Live-Ticker und schau die Videozusammenfassung morgen Morgen. Und nicht vergessen, Erdgas, Biogas, Vollgas, aber mit möglichst wenig CO2.